Heute werden wir einen Vollkorn-Karamellkuchen machen. In diesem Video werdet ihr sehen, wie ich Karamell koche und diesen dann in einem Sandkuchen verarbeite. Rezepturen oder wichtige Hinweise, wie zum Beispiel Bezugsquellen, findet ihr bei mir immer in der Infobox. Die Infobox ist diese Box mit diesem langen Text, den in der Regel keiner liest. Darunter ist das Rezept. Die Zutaten für den Karamellkuchen sind jetzt hier recht überschaubar. Ich habe ein Vollkornweizenmehl, dann ein bisschen Speisestärke. Wer keine Speisestärke zur Hand hat, kann auch nur Vollkornmehl nehmen, muss dann diese Grammzahl natürlich dazu zählen von der Speisestärke. Dann Zucker, aus dem wir ein Karamell kochen werden. Dazu werden wir auf der rechten Seite zu sehen ein bisschen Glukosesirup zunehmen. Warum wir das machen, werde ich dann zu gegebener Zeit erklären. Wer keinen Glukosesirup hat, kann den notfalls auch weglassen. Aber wie gesagt, dazu mehr nachher. Als Geschmack werde ich hier ausschließlich Salz reinnehmen. Wer kein Salz verträgt, Salz am Kochen möchte, kann es weglassen. Es ist nur, dient jetzt hier nur dem Geschmack. Ich habe hier auf Vanille-Zitrone, also ein Standardgewürz bei normalen Sandkuchen, verzichtet, weil ich den reinen Karamellgeschmack haben will. So, nun genug geredet, wir fangen jetzt mal an. Als erstes werden wir uns den Karamell kochen. Als erstes werde ich mir den Karamell kochen. Was ist Karamell? Karamell ist nichts anderes als ein Zucker, der geschmolzen ist. Bei diesem Schmelzprozess gibt es mehrere Stufen. Es gibt einen Kettenflug, gibt zur Rose, zum Bruch, Couleur. Wir werden ihn jetzt so auf circa 150 Grad erhitzen, den Zucker. Dazu gebe ich den Zucker in eine Pfanne. Dann kommt meine Glukose dazu, also dieses Produkt, welches aus Stärke hergestellt ist, Glukosesirup. Werde ich euch unter der Rezeptur verlinken. Da gebe ich jetzt ein bisschen Wasser zu. Dieser Glukosesirup dient hauptsächlich dafür, dass der Karamell beim Auflösen bzw. beim Kochen nachher nicht anfängt auszukristallisieren. Das heißt der Zucker. Man kann diesen Glukosesirup weglassen. Dann kann es aber passieren, muss nicht, dass ihr beim Auflösen bzw. beim Kochen nachher auf einmal ganz krümelig wird und dann natürlich auch anbrennt. Dieses verhindert eben dieser Glukosesirup. Karamell ist nichts anderes als im Endeffekt leicht gebräunter Zucker. So, Pfanne, Topf ist egal. Schluck Wasser dazu, auflösen und kochen lassen. Einfach kochen lassen bei milder Hitze. Irgendwann werdet ihr feststellen, er wird relativ dick, der Zucker, wenn praktisch Wasser verdunstet ist, genügend, und wird leicht braun. Und fangt auch nicht an, da jetzt großartig drin rumzurühren, weil auch dann kann es passieren, dass der dann anfängt auszukristallisieren und ganz krümelig wird. Nach ca. 10 Minuten, das ist das erste Mal, wo ich den rumrühre, seht ihr, er wird schon so ein bisschen dicker. Ihr seht auch, er wird jetzt schon ein bisschen dunkler. Jetzt müsst ihr höllisch aufpassen. Zwischen leichtem Karamell, der so leicht gebräunt ist, und tiefdunkel, ist jetzt nicht mehr viel. Ich habe hier einen Induktionsherd, das heißt, wenn ich jetzt ausschalte, wird auch die Energiezufuhr fast sofort gestoppt.
Das reicht jetzt. Also nicht dunkler machen. Weil der wird jetzt in der Pfanne die nächsten 1-2 Minuten noch ein bisschen nachbräunen. Beim normalen Herd einfach runterziehen. So, wenn ihr jetzt dieses abkühlen lassen würdet, würde dieser Zucker steinhart werden. Also werde ich, wenn er so ein bisschen runtergekühlt ist, ein bisschen Wasser zugeben und immer so ein bisschen weiter rühren, sodass er eine honigartige Konsistenz kriegt. Würdet ihr jetzt hier Wasser reingeben, der hat jetzt ungefähr 150, 155 Grad. Ich mache mal einen ganz kleinen Tropfen, der würde sofort verdunsten. Seht ihr? Also sofort verkochen. Da warten wir einfach noch, bis der eben so ein bisschen auf die 100 Grad kommt und dann geben wir das Wasser zu. So, der sollte jetzt runtergekühlt sein. Zumindest so, dass wir Wasser zugeben können. Wir geben auch nur so viel Wasser zu. Ne, hat immer noch über 100 Grad. Wir geben auch nur so viel Wasser zu, dass die ganze Masse jetzt eine honigartige Konsistenz kriegt. So, dieses lassen wir jetzt komplett abkühlen. Also es muss richtig auf Zimmertemperatur runtergekühlt sein. Ich habe jetzt hier meine Butter, die Raumtemperatur hat. Butter hatte ich vorhin übrigens bei der Rezeptzusammenstellung am Anfang vergessen, also nicht mit aufgeführt, aber ihr werdet sie auf jeden Fall im Rezept finden bei mir. Rezepte bei mir immer unter der Infobox, diese große Box, wo der lange Text drin ist, den in der Regel keiner liest. Jetzt werde ich diese Butter leicht aufrühren, nicht schlagen, sondern nur weich rühren. Dabei meinen absolut abgekühlten Zuckersud, also mein Karamellsud, dazugeben. Und dieses jetzt so lange verrühren, bis es eine glatte Masse ergibt. Ruhig zwischendurch mal an der Seite, so wie jetzt, ankratzen, dass sich da keine Butter- oder Zuckerreste absetzen. Wenn das jetzt alles glatt verrührt ist, gebe ich meine Eier dazu und mein Gewürz, in dem Fall nur Salz. Wer es gerne ein bisschen Vanille hat, gibt Vanille rein, Zitrone rein, eventuell ein bisschen Tonkabohne. Das lassen wir jetzt auch so eine Minute verrühren, nicht aufschlagen. Also im kleinsten Gang einfach rühren lassen. Zwischendurch auch hier wiederum einmal ankratzen, dass sich kein Fett oder Zucker abgesetzt hat. Dann habe ich jetzt hier mein Vollkornmehl, meine Speisestärke und auch mein Backpulver. Das mische ich so ein bisschen miteinander. Aus dem einfachen Grund, damit sich das Backpulver auch vernünftig verteilt und nicht womöglich an irgendeiner Stelle mehr ist als an der anderen Stelle. Man kann es natürlich auch, wer jetzt ein klumpiges Mehl hat, alles zusammen miteinander versieben. Versieben heißt, diese ganze Menge durch ein Sieb geben. So, das geben wir jetzt hier rein in unser Butterzucker-Eiemisch und werden es auch noch so circa eine Minute bei langsamer Geschwindigkeit mischen lassen, also verrühren. Natürlich auch hier nach kurzer Zeit ankratzen.
So, wenn das jetzt alles miteinander verrührt ist, können wir es aus der Maschine spannen. Ich werde euch mal die Farbe zeigen und die Konsistenz. Die Farbe ist jetzt nicht dem Karamell geschuldet, sondern eher dem Vollkornmehl. Jetzt kommen wir zur Form. Ich habe hier eine Glasbackform gewählt. Nicht etwa, weil sich das da so besonders gut drin backt, sondern einzig und alleine aus dem Grund, damit ihr seht, damit ihr besser gucken könnt oder es besser sehen könnt. Die werde ich jetzt ein bisschen fetten. Ich habe jetzt hier normales Speiseöl. Ich hätte auch Butter nehmen können, von der Butter, die ich vorhin verwendet habe, ein bisschen was abnehmen und die vorher fetten, habe ich schlichtweg vergessen. Also erstmal schön mit Fett ausstreichen. Wer jetzt natürlich eine Backform hat, so eine Teflon-Backform oder eine beschichtete Backform, kann sich dieses natürlich sparen. So, jetzt werden wir zusätzlich zu dem Fett noch eine Schicht aus Semmelmehl oder aus dem Vollkornmehl beziehungsweise eventuell auch noch aus Mehl von mir mahlenden Haselnüssen verwenden. Ich habe hier noch hier mahlende Haselnüsse von einem anderen Produkt, was übrig geblieben ist. Die werde ich jetzt verwenden, weil wenn ich die jetzt monatelang mehr oder weniger aufhebe, dann sind die ranzig. Also verwende ich die hierfür. Einfach reinstreuen und alles, was am Rand kleben bleibt, lassen wir dann dran. Wie gesagt, wer keine Haselnüsse hat, nimmt einfach Semmelmehl oder von dem Vollkornmehl. Jetzt werden wir unsere Sandmasse einfach in die Form geben. Ihr braucht die jetzt nicht irgendwie so verstreichen. Ihr könnt die so lassen, wie sie eingefüllt ist, weil die wird beim Backen so weich, im Endeffekt wie Wasser, und wird dann verlaufen. So, jetzt geben wir einfach unseren Sandkuchen aufs Backblech. Ich habe hier immer noch so eine Silikonmatte oder so eine Teflonmatte untergelegt. Hat nur den Sinn, wenn ihr überkochen sollte, was hier nicht passieren wird, weil der nicht so voll eingefüllt ist, reinigt sich das Blech besser. Den Ofen habe ich jetzt vorgeheizt auf 180 Grad. Da werde ich jetzt meinen Sandkuchen oder meinen Karamellsandkuchen mit Vollkorn in die mittlere Schiene schieben. Oberhitze, Unterhitze, Backzeit circa 45 Minuten bis zu einer Stunde. Dieses werdet ihr jetzt im Zeitraffer erleben. Wir haben jetzt eine Gesamtbackzeit von 45 Minuten. Jetzt werde ich erstmal gucken, wie weit der ist, ob der schon durchgebacken ist oder nicht. Dazu werde ich ihn stippen. Stippen heißt, wir haben hier so einen Holzstab, den stecken wir rein. Und wenn jetzt hier noch Teigreste dran sind, sieht man beim Sandkuchen denn sehr schön, dann ist er noch nicht. Hier ist also, sind noch Teigreste dran, der braucht bestimmt noch 10 Minuten. Der hat jetzt eine weitere Viertelstunde im Ofen zugebracht. Jetzt haben wir also eine Gesamtbackzeit von einer Stunde. Ich werde ihn jetzt nicht nochmal stippen, da er vorhin ja schon fast durchgebacken war. Bevor wir jetzt weiterarbeiten, lassen wir ihn erstmal ein bisschen abkühlen, so bis er ungefähr lauwarm ist, und ihn dann aus der Form stürzen. So, er ist jetzt so weit abgekühlt, dass wir ihn stürzen können. Macht sich besser, wenn der
beim Stürzen eben noch so lauwarm ist. Ihr seht, er geht wunderbar raus. Jetzt werden wir ihn weiter auskühlen lassen. Mache ich ruhig in der Form. Ich habe ihn nur gestürzt, weil er, wie gesagt, wenn er leicht warm ist, noch besser rausgeht. Nachdem jetzt unser Kuchen Zeit hatte auszukühlen, werde ich ihn stürzen, nochmal stürzen. Ihr seht, dass der jetzt wesentlich schlechter rausgeht, obwohl der schon einmal draußen war. Jetzt werde ich ihn aprikotieren. Das heißt, ich werde mir eine handelsübliche Aprikose in einem Topf aufkochen. Dazu einfach die Aprikose in den Topf geben und ein ganz wenig Wasser zu, also nur ein ganz kleines Schlückchen, damit sich es besser auflöst, und auf den Herd geben. Wenn die Aprikose jetzt gekocht hat, pinsel ich die auf den Sandkuchen. Dieses hat folgenden Sinn: Wir versiegeln damit den Kuchen, schützen ihn dadurch vor zu schnellem Austrocknen und schaffen damit für den weiteren Arbeitsschritt, also zum Überziehen, egal ob jetzt mit Fondant oder mit Schokolade, so eine Art Haftvermittler. Das heißt, der Fondant und auch die Kuvertüre halten besser. Beim Fondant ist es ein Muss, mehr oder weniger, die zu aprikotieren. Bei der Kuvertüre kann man es machen, muss es nicht unbedingt machen. Die hält dann zwar auch ein bisschen besser, aber sie würde auch notfalls ohne Aprikose halten. Was beim Fondant, also bei einer Zuckerglasur, nicht der Fall ist. Das liegt daran, dass der Kuchen aus dem Fondant, also aus der Zuckerglasur, Feuchtigkeit rauszieht und dann würde die Zuckerglasur abplatzen. So, diese Aprikose ist jetzt relativ klebrig. Wenn ihr jetzt also mit der Hand drauf fasst oder mit dem Finger, seht ihr, ihr habt jetzt Aprikose hochgezogen und habt noch Aprikose am Finger. Dieses wird nach circa einer halben Stunde so weit angezogen sein, dass es zwar noch klebrig ist, aber ihr zieht dann keine Aprikose mehr hoch. Kann auch mal eine Stunde dauern, hat damit zu tun, wie viel Wasser habt ihr jetzt, oder wie viel Schluck Wasser habt ihr zugesetzt bei der Aprikose, beziehungsweise wie viel ist beim Kochen verdunstet. Also wartet, macht dann mal so eine Fingerprobe, entweder so mit dem Finger oder mit dem Fingerrücken, und guckt, ob ihr noch Aprikose hochzieht. Meine Aprikose hat jetzt eine gute Dreiviertelstunde Zeit gehabt anzutrocknen. Wenn ihr jetzt ihren Finger mal gegenhaltet, seht ihr, es klebt keine Aprikose mehr an ihm. Dann habe ich mich entschieden, in der Zeit den Sandkuchen jetzt mit einer weißen Kuvertüre zu überziehen. Diese habe ich jetzt auch schon temperiert. Kuvertüre temperieren. Weiße Milch und auch dunkle Kuvertüre gibt es ein extra Video für. Dieses werde ich euch natürlich unter der Rezeptur verlinken. Ich habe hier eine weiße Kuvertüre gewählt, aus dem einfachen Grund, weil die nicht so einen starken Eigengeschmack hat. Mit der weißen Kuvertüre werde ich jetzt den Kuchen überziehen. Ich werde das alles durch ein Sieb geben, um auszuschließen, dass da irgendwelche Krümel drin sind. Krümel, also Schokoladenstücken zum Beispiel vom Temperieren. Achtet darauf, dass der Kuchen kalt ist. Unter kalt verstehe ich Zimmertemperatur. Nicht aus dem Kühlschrank, weil dann wird Folgendes passieren, dann wird die Kuvertüre schlagartig hart und ihr könnt sie nicht mehr so verstreichen.
Ich werde die relativ dünn überziehen. Natürlich machen sich jetzt so eine Kleinstmengen recht schwer. Wenn man da jetzt also größere Sachen hat, würde ich jetzt da mehrere Liter rüberkippen über ein Ablaufsieb und die dann runterlaufen lassen. So, das sollte schon reichen. Bevor die Kuvertüre jetzt komplett aushärtet, geht einmal mit dem Messer so lang und setzt den Kuchen an eine andere Stelle. Weil wenn die jetzt hart wird, würde man ihn beim Umsetzen hier unten abreißen. Die Kuvertüre sollte nach spätestens 10 Minuten fest sein, so dass wir ihn anschneiden können. So, nach guten 10 Minuten ist die Kuvertüre fest. Jetzt werde ich ihn anschneiden, um jetzt solche Kuchen, die mit Schokolade überzogen sind, anzuschneiden, verwende ich hier ein extra schönes scharfes Messer, welches ich aber auch noch gleichzeitig in einem Wasserbad mit warmem Wasser angewärmt habe, damit die Kuvertüre nicht platzt. So, jetzt zeige ich euch meinen Anschnitt. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Diese dunkle Farbe ist jetzt nicht nur vom Karamell, sondern auch dem Vollkornmehl geschuldet. Hier nun mein fertiger Karamellkuchen. Ihr seht, wie schön dünn der Überzug mit der Schokolade ist, weil Schokolade nachher doch sehr dominant und sie soll den Geschmack nicht übertönen, sondern nur leicht hervorrufen. Ich wünsche, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch irgendwie Fragen haben oder Vorschläge, was ich für euch als nächstes backen soll, dann hinterlasst doch diese bitte in den Kommentaren. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.